Highway TV, Ihr regionales Fernsehen aus der Obersteiermark, heute mit folgenden Sendungen. In unserem Infotainment: Theaterworkshop für Kinder in Leoben, Ausstellungseröffnung in Bruck, ganz direkt Klimakrise, was tun? Paul Sommerscooter zeigt uns einen spannenden Zaubertrick. In On the Road sehen Sie den neuen Audi RS3. Und in Close-Up ist Sonja Gögele zu Gast. Und zuvor in den News: Pressegespräch der jungen Landwirtschaft. Und die Firma PEWAG will bis 2030 CO2-neutral produzieren. Bauer sein ist cool, Bäuerin sein ist cool. Mit diesem Slogan will die junge Landwirtschaft auf die Herausforderungen, aber auch die Wichtigkeit der Landwirtschaft aufmerksam machen. Wir wollen einerseits erreichen, einen Bewusstseinswandel in der bäuerlichen Jugend, damit sie auch wirklich stolz sein können drauf, dass Bäuerinnen sind, dass Bauern sind, dass sie die Zukunft sind, dass sie Zukunft hat, Landwirtschaft zu betreiben, aber auch Lebensmittel zu erzeugen. Dafür hat man das Manifest Zukunft junge Landwirtschaft aufgelegt und 9 Punkte definiert, die den jungen Bäuerinnen und Bauern wichtig sind. Dazu zählen unter anderem die Lebensquelle Wasser, neue innovative Wege gegen den Strukturwandel zu finden und auch der Klimaschutz. Bauern tun vieles von Klimaschutz. Es fängt an eben bei der Produktion für die Lebensmittel, die wirklich vor der Haustür passieren. Wir wandeln das Grünland, das ja für den Menschen nicht zum Verzehr geeignet ist, in einerseits Milch oder in Fleisch um. Wir machen im Forst vieles. Der Waldfang ist in aller Munde. Es wird wirklich CO2 gespeichert in unsere Wiesen und in unsere Wälder. Und durch Holzbau oder durch Verwendung von Holz auch in Holzheizungen wird aktiv Klimaschutz betrieben. An oberster Stelle steht für die Jungbäuerinnen und Jungbauern das Tierwohl. Tierwohl ist für uns sehr wichtig. Es ist wichtig, dass die Kühe nicht mehr so angebunden sind wie früher, dass sie Bewegungsfreiheit haben, dass sie ins Freie ausgehen können, auf die Weide, wo sie grasen können. Dass sie sich einfach wohlfühlen bei uns, dass sie genügend Platz haben in die Stall und ja, dass es einfach gut geht bei uns. Unterstützung bekommen Sie von der Landwirtschaftskammer, die eine steiermarkweite Plakataktion gestartet hat. Die Landwirtschaftskammer Steiermark hat diese Ideen der jungen Leute gesammelt und daraus eben diese mediale Infokampagne erstellt mit den Großplakaten und mit den kleineren Plakaten, die auch in den Orten draußen überall aufgehängt werden. 650 dieser Plakate und Transparente werden in der gesamten Steiermark aufgehängt. Sie sollen vor allem die Bevölkerung für die Anliegen der Bauern sensibilisieren. CO2-Neutralität bis 2030. Dieses Ziel verfolgt die Firma BEWAG und setzt damit ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Umgesetzt wird dies mit Hilfe der Photovoltaikanlage, die hier am Standort Kapfenberg in Betrieb genommen wird. Diese Anlage ist der erste Schritt am Standort Hasenhütte, wo wir unsere Energie konsequent aus eigenen Quellen produzieren wollen, um umweltfreundlich hier die Produktion weiterzuführen. Damit soll ein wichtiger Beitrag für die gesamtösterreichischen Klimaziele geleistet werden. Die über 2700 Paneele erzeugen den durchschnittlichen Jahresverbrauch von ca. 300 Haushalten und sparen dabei um die 400.000 Kilogramm CO2 jährlich. Nicht nur für die Region, sondern natürlich auch für das Unternehmen selbst von großem Vorteil. Ein vielfältiger positiver Nutzen. Die Mitarbeiter sehen die Investition extrem positiv. Wir haben dadurch einen guten Motivationsschub auch im Team. Wir kriegen große Unterstützung von allen Leuten hier. Und zusätzlich natürlich hat es auch betriebswirtschaftlich Sinn. Bei der Errichtung der Anlage war es ein großes Anliegen, mit einem regionalen Unternehmen zusammenzuarbeiten. Vertraut hat man dabei auf das Know-how der Stadtwerke Kapfenberg. Wir machen nämlich Photovoltaikanlagen seit 2009 schon, haben wir begonnen, 2010 die ersten Anlagen, dann haben wir ein Sonnenhaus entwickelt und wo unsere Kunden eigentlich sehen können, wie PV-Anlagen montiert werden, was sie können. Und des Weiteren haben wir mittlerweile in diesen 12 Jahren schon über 500 Anlagen errichtet mit 6 Millionen Kilowattstunden. Das ist schon gigantisch. Man kann sagen, das ist schon eine Größenordnung von einem mittleren Mürzkraftwerk, was hier an Strom produziert wird mit diesen gesamten Anlagen. Nach 7 Wochen Bauzeit ist man nun glücklich und stolz, die Anlage in Betrieb nehmen zu können.
Auch für die Stadt Kapfenberg, die auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz besonderen Wert legt, spielt die Anlage eine wichtige Rolle. Es ist eine große Bedeutung, weil es endlich auch wieder in die Umsetzung geht, nicht nur davon zu reden, sondern wirklich am Best Practice Beispiel zu zeigen, was man tatsächlich zusammenbringt. Ein Dach, das ja völlig ungenutzt ist und jetzt natürlich wertvollen Strom produziert. Ich glaube, genau so geht Zukunft. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundendankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Wann immer ich in eine unserer Einrichtungen komme, dann spüre ich diese Wärme und Herzlichkeit, die von all unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgeht. Dafür arbeite ich und dafür lebe ich. Miteinander Mensch bleiben. Der Sozialhilfeverband Bruck-Mürz-Zuschlag sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nähere Informationen auf www.sozialhilfeverband.at. Hallo und herzlich willkommen zu unserer Highway-TV-Rubrik Die Region im Fokus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Kinder für das Theater zu begeistern, das ist das Ziel von Susanne Zöllinger und Viktoria Steiner. Bei einem Workshop im Stadttheater Leoben konnten Kinder bis zum 12. Lebensjahr in die Welt der Gebrüder Grimm eintauchen. Ute Olschnecker und Christian Egger waren für Sie mit dabei. Es war einmal, diese und nächste Woche, in einem gar nicht so fernen Land, dem Stadttheater Leoben, da gab es einen Theaterworkshop für Kinder und Jugendliche. In der Woche vom 26. bis zum 30. Juli können Kinder ab dem Lesealter bis zu 12 Jahren drei große Klassiker der Gebrüder Grimm nachspielen. Und zwar einmal, das erste ist Hänsel und Gretel, das nächste ist Schneewittchen und das dritte wäre dann Froschkönig. Und vom 2. bis 6. August können Teenager ab 12 in die Welt Cinderellas eintauchen. Dabei haben die Kids die Wahl, ob sie den Schauspielworkshop unter der Leitung von Susanne Zöllinger und Viktoria Steiner besuchen oder mit Hilfe von Doris Steiner und Silke Kölbel das Bühnenbild dazu bauen. Ich bin jetzt schon seit 4 Jahren hierher gegangen für Theater und jetzt habe ich mich auch einmal entschieden, basteln zu gehen. Das hat immer sehr lustig ausgeschaut. Begeisterung findet man jedenfalls bei allen. Also ich mag alle sehr gern und am meisten mag ich irgendwie dann Froschkönig, weil das im Dialekt ist und das gefällt mir sehr. Und was macht dir am meisten Spaß hier? Das Theaterspielen, also ich liebe es. Wer bist du denn? Janika. Und wer bist du auf der Bühne? Die böse Stiefkönigin von Schneewittchen. Ist das toll? Ja. Am Ende jeder Woche können die angehenden Künstler dem Publikum zeigen, was sie in den vergangenen Tagen erarbeitet haben. Und was gibt es Besseres, als den Sommer mit Freunden zu verbringen und an einem tollen Projekt zu arbeiten? Es ist einfach eine Abwechslung zu dem, was man anders macht und Schule vielleicht
Und jetzt sind die Ferien. Ist man halt nicht so langweilig am Vormittag. Und hast du das alleine gemacht oder macht ihr alles gemeinsam? Also das habe ich mit meiner besten Freundin, der Sophie, gemacht. Und langsam aber sicher steigt die Vorfreude auf die Vorstellung. Also wir werden am Freitag, also morgen um 5 Uhr und es können Eltern, Verwandte, Freunde kommen. Jeder kann zuschauen und gegen freien Eintritt am 30. Juli und 6. August die Kids und Teenies im Stadttheater Leoben bewundern. Christine Pantag möchte mit ihrer Galerie RU34 in der Brucker Rossecker Straße ihren Teil zu einer lebendigen Kunstszene in der Stadt beitragen. Derzeit läuft die Ausstellung Teilsam. Highlight ist ein 10 Meter langes Gemälde der Künstlerin Mariana Vukovic. Gute Unterhaltung. Künstlerin Christine Pantag eröffnete vergangene Woche ihre neue Galerie RO34 in der Brucker Rossecker Straße. Ihr Ziel? Sie möchte durch besondere Ausstellungen eine lebendige Kunstszene in der Kornmesserstadt schaffen. Am meisten am Herzen liegt mir, dass diese Leerstände aufhören in Bruck. Ich gehe so oft durch die Stadt und hinter Leuten daher. Ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich das schon gehört habe. Was ist aus Bruck geworden? Das schaut ja furchtbar aus, aber das ist nicht nur Bruck, das ist generell das Problem vieler, vieler Städte. Und jetzt merke ich, wie die einzelnen Brucker anfangen, uneigennützig Sachen zu unternehmen. Es gibt jetzt schon Geschäftslokale, 2 Jahre mietfrei, nur die Betriebskosten. Also es wird uns Bruckern jetzt wirklich schon zu viel und ich gehöre sicher dazu und bin am Anfang mit dabei. Wir drehen das jetzt selber. Die aktuelle Ausstellung in der Galerie RO34 nennt sich Teilsam. Künstlerin Mariana Vukovic gestaltete ein 10 Meter langes Bild, das beim Eröffnungsakt auseinandergeschnitten wurde. Ich weiß nicht, ob in Steiermark schon so großes Bild gemalt worden ist, in einem Zug oder nicht, aber auf jeden Fall, das Bild hat insgesamt 21 Quadratmeter. Ich habe das gemalt jetzt letzte Juni und Juli. Neben dem Bild von Mariana Vukovic sind auch einige Werke von Galeristin Christine Pantag ausgestellt. Die Ausstellung Teilsam ist noch bis zum 2. Oktober in der Galerie RO34 zu bewundern. Die schweren Unwetter in Österreich haben uns deutlich gezeigt, dass sich unser Klima im Wandel befindet. Was kann jeder selbst gegen den Klimawandel tun und was erwarten sich die Menschen von der Politik? Sarah Spieß hat ganz direkt nachgefragt. Experten und Expertinnen warnen immer mehr vor den Folgen des Klimawandels. Und tatsächlich sind diese immer mehr spürbar. Eine Hitzewelle jagt die nächste und auch mit Überschwemmungen haben wir sehr stark zu kämpfen. Ich wollte wissen, was die Bevölkerung hier in der Region eigentlich für den Klimaschutz macht und wie sie über die österreichische Klimapolitik denkt. Ich habe immer ganz direkt nachgefragt. Wollen Sie jetzt eine ernste Antwort von mir? Wir sind ein Punkt auf dieser Erde und wir tun nicht glaub genug. Die richtigen Verursacher, die werden sich nicht ändern. Mir kommt vor, dass der Klimawandel irgendwie, der beginnt bei Verzicht für die meisten Leute. Und ich würde sagen, für uns Studenten ist es, glaube ich, am einfachsten, wenn wir sagen, wir verzichten auf Autos. Wir haben beide kein Auto, nur ein Fahrrad im Prinzip. Ja, genau. Dann auf Fleisch. Vielleicht verzichten, nicht immer tropische Früchte essen, sondern genau, ab und zu genau. Fleisch. Importwege vielleicht beachten. So. Ja. Avocados vor allem, glaube ich, sind ziemlich, was das angeht, nicht ja. So. Mein Beitrag für den Klimaschutz? Weiß ich nicht. Ganz normal weiter dann. Das Klima hat es schon immer gegeben. Ne? Weiß ich nicht. Sollen wir uns einschränken? So wie der Kanzler gesagt hat, zurück in die Steinzeit? Nein, habe ich keinen Bock drauf. Ne? Eigentlich nicht. Ne? Zu Fuß gehen oder mit dem Radl fahren und überlegen, ob ich das zusammen machen kann und nicht jede Fahrt von Vordernberg nach Leoben extra machen. Ich glaube, da sollten sie mal mit den Fliegern anfangen, dass die weniger Dreck überlassen, nicht bei uns da. Und außerdem die großen Länder, die fabrizieren viel mehr als das kleine Österreich. Naja, wir haben uns kürzlich ein Haus gekauft und statt uns neu zu bauen, würde ich sagen, eins zu sanieren.
ist schon so gesehen ein kleiner Beitrag an den Klimaschutz. Ne? Jeden Tag einen neuen. Dass ich kein Plastik nehme, ich fahre mit der ÖBB, nicht mit dem Auto. Und das nächste Auto wird wahrscheinlich ein anderes Auto sein, ohne Diesel, ohne Benzin. Mein Beitrag ist zum Beispiel für den Klimaschutz, dass ich um mein Haus herum alles Bäume habe, die irrsinnig viel CO2 absorbieren. Und dadurch trage ich meinen Beitrag dazu bei. Und wie zufrieden sind Sie mit der österreichischen Klimapolitik? Könnte besser sein, aber beklagen dürfen wir uns ehrlich gesagt nicht, wenn wir uns anschauen, wie es in den anderen Ländern vonstatten geht. Auch die Frau Gewessler tut zwar sehr viel, aber für mich ist es trotzdem zu wenig. Und diese Zeit, die kommt eigentlich für mich zu spät. Das hätte schon viel früher sein müssen, wenn man die Weltmeere anschaut, wie es da überall ausschaut. Und die großen Schiffe, was die ins Meer hineinlassen, das ist ja Wahnsinn. Es wird viel angekündigt, im Grunde genommen aber wenig gemacht. Nicht? Es ist halt, man muss sich da nach der Decke strecken. Auch. Und die muss halt, irgendwo müssen sie halt einmal draufkommen, dass sie sagen, ja bitte, wir müssen mal schauen, wo wir den Strom überhaupt herkriegen. Und dann nur immer zu sagen, ja Windräder, die weiß Gott nicht schön sind in der Landschaft und Photovoltaik, das wird ein bisschen zu wenig sein. Nicht? Ist da nicht so leicht zu sagen, was da jetzt richtig falsch ist. Irgendwas muss man halt tun. Ne? Und von dem her, aktiv werden sie jetzt, das ist ja schon mal wichtig. Und ob das dann wirklich so korrekt ist und gut ist, werden wir ja sehen mit der Zeit. Unser Highway-TV-Zauberer Paul Sommerscooter entführt uns heute wieder in die bunte Welt der Magie. Diesmal hat er einen interessanten Kartentrick vorbereitet. Gute Unterhaltung. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich hier im Brugger Dachbodentheater mit dem fantastischen Paul Sommerscooter. Und der bezaubernden Miriam Pössnicker. Hallihallo, grüß euch. Lieber Paul, wir spielen heute Karten. Jein. Ich mache dir aus Spielkarten ein unglaublich tolles Andenken. Wirklich? Ja. Ein Geschenk, ich mag Geschenke. Ja, das ist wirklich, wirklich super. Ich brauche dafür eine Dame. Ja. Passend. Die bist du. Und der König mangels anderer Alternativen bin ich für dich. Okay? Die Dame und der König, ich werde das noch schnell personalisieren. Mhm. Das heißt, der König, der heißt in dem Fall Paul. Ja? Paul beidseitig, weil wir noch nicht genau wissen, welche von den Seiten wir verwenden werden. Aber nicht vergessen, der König ist etwas anders als die Dame, weil der König, Sie sehen, ist auf der Rückseite blau, während die Dame auf der Rückseite rot ist. Genau. Die Dame fürs genau. Herz, der König für die rationellen Sachen. Okay. Die Miriam noch nicht markiert. Ja, das genau. Müssen wir auch noch machen. Machen. Also die Miriam. Das ist meine Dame. Genau. Und hier auch. So. Miriam. Mhm. Ich werde jetzt aus diesen zwei Karten vier machen. Das ist noch nicht der Trick, wir werden es nur zerreißen. Also das ist nur Mathematik. Das heißt, wir suchen, nicht vergessen, der König ist die blaue, die Dame ist die rote. Und aus zwei mach vier, weil wir jetzt verschiedene Teile verwenden und die anderen eben nicht mehr verwenden. Okay. Okay, das klingt ein bisschen kryptisch, du wirst gleich sehen, ist ganz, ganz einfach. Das heißt, aus zwei mach vier. Unglaublich toller Trick. Aber es kommt, du wirst noch schön schauen. Miriam, ja. Das, was wir nicht brauchen, das kommt weg. Die schiere Dame und den Schirm. Genau, und was gut ist, das bleibt uns erhalten. Das heißt, wir haben hier vier Stücke. Wir haben Miriam, Paul und nochmal Miriam. Mhm. Dieses hier kommt weg, Miriam kommt weg und Paul kommt weg. Übrig bleibt einmal Paul und einmal Miriam. Okay. Und jetzt wird's heiß. Achtung. Okay, ganz so leicht ist es natürlich nicht. Aber es wird. Ja, ich bin gespannt. Einmal magisch. Der Hauch. Und ein Wunder ist geschehen, nein. Miriam, siehst du? Man muss natürlich noch die Ecken noch ein bisschen glätten, dann wird das wunderbar und schön. Vielleicht darf ich dir das als Andenken das gibt's nicht. Mit nach Zeig Hause mir das. Geben. Ja, das ist, finde ich, eine ganz feine Geschichte. Ne? Die ist wirklich zusammen. Sehen Sie das? Dame, König, Paul und Miriam steht auch noch drauf und die Rückseite.
Wenn Sie mich mal auf der Straße sehen, ich mache Ihnen gern auch so ein kleines Andenken. Ich freue mich schon, Sie zu treffen. Passt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Was von hier oben wirklich verrückt scheint. Dass wir diesen kleinen blauen Planeten haben. Der einzige Ort im Universum, wo Menschen leben können. Und wir nichts Besseres zu tun haben, als zu zerstören. Es gibt unglaublich viele ungeheuerliche Dinge und das Ungeheuerlichste davon ist der Mensch. We keep doing what we're doing. It's causing the heart of the planet to behave irregularly. Wenn wir unseren Planeten zerstören, dann ist es vorbei mit uns. Dann endet die Geschichte der Menschheit. Wir leben aber in einer Welt, wo man nicht weiterkommt ohne Mitgefühl. Warum wird das nicht gelehrt? What's the future that we want? We need leaders who are moving the world in the right direction, but we don't have to wait to make a difference. Stellen wir uns eine Gesellschaft in der Zukunft vor. Was wird sie über uns denken? On a quand nous commençons notre humaine et en nous global, quoi, tu vois? Real freedom is to take the helm and navigate where you want to go. Ich würde hoffen, dass diese zukünftige Gesellschaft auf uns zurückblickt und feststellt, dass wir es immerhin versucht haben. What really matters. Remember what a gift it is just to be alive. Jeder muss Interesse haben, globale Probleme zu lösen, insofern man nicht komplett realitätsfremd ist. Das gibt's auch. Industrie, Leben. Unsere Freunde vom Automagazin haben sich dieses Mal den neuen Audi RS3 angesehen. Der 2,5 Liter Fünfzylinder leistet satte 400 PS und ein Drehmoment von 500 Newtonmeter. Wir wünschen gute Fahrt und gute Unterhaltung.
Glatte 400 PS aus einem 2,5 Liter Fünfzylinder bei einem maximalen Drehmoment von 500 Newtonmetern leistet das Aggregat des neuen RS3. Für die dazugehörige Kraftübertragung auf alle vier Räder sorgt ein 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe in Kombination mit einem Torx-Splitter an der Hinterachse. Apropos Torx-Splitter. Wir haben an der Hinterachse einen Torx-Splitter installiert, der quasi unseren Quattro-Antrieb realisiert. Hier haben wir die Möglichkeit, durch zwei getrennte Kupplungen an jeder Antriebswelle das Moment auf das äußere oder innere Rad zu verteilen. Ich kann hier das Antriebsmoment, das eben von der Kardanwelle reinkommt, durch diese zwei Kupplungen an das kurvenäußere Rad bringen, um zu agilisieren, oder ans kurveninnere Rad, um zu stabilisieren. Hier habe ich die Möglichkeit, bis zu 1750 Newtonmeter an das Rad zu geben. In der Praxis begeistert das sogar ehemalige DTM-Piloten. Ja, ganz und vor allen Dingen der Torx-Splitter, der mich als Freund der Fahrfreude natürlich extrem freut. Wir haben ja gerade bei den allradgetriebenen Autos schon seit längerem das Problem, dass wir sehr spurstabil und konservativ, sehr fahrsicher unterwegs sind. Und die Fahrfreude und das Querfahren suchen, die haben wir bis jetzt nicht befriedigt. Ich war einer von denen und habe damit auch den Leuten und den Ingenieuren lange in den Ohren gelegen. Und jetzt ist ein Wunsch in Erfüllung geraten, weil wir jetzt einen Torx-Splitter haben, der das kurvenäußere Hinterrad je nach Fahrmodus unterschiedlich stark antreibt. Und je mehr das kurvenäußere Hinterrad angetrieben wird, desto mehr haben wir eine Übersteuertendenz und eine Drifttendenz. Das geht dann von dem Performance-Mode, von einem relativ spurstabilen Auto mit einem leichten Hang zum nachdrängenden Heck, in dem Dynamikmodus zu einem deutlich übersteuernden Auto, wo wir im Grunde schon mit Lenkwinkel 0 um die Kurve fahren können und mit dem Gaspedal steuern. Und bis hin zu einem absoluten Fahrspaßmodus, wo wir dann eigentlich deutlich gegenlenken müssen und heckantriebsähnlich um die Ecke fahren können. Wie ernst man es bei Audi mit dem neuen RS3 meint, beweisen auch die optionalen Semislicks, P-Zero Trofeo R und ein RS-Sportfahrwerk mit mehr negativem Sturz und modifizierten Hardwarekomponenten. Viel Liebe zum Detail zeigt auch die äußere Erscheinung. Das war sehr wichtig für uns im Design, eine große Differenzierung zu kriegen zwischen dem Basismodell S3 und RS3. Deswegen haben wir diese Gestaltung gemacht mit dieser schwarzen Maske, das verbinden beide Scheinwerfer. Und dann es kommuniziert direkt zu den Kunden, dass dieses Auto ist ein RS-Modell. Ähnlich die Situation jeweils an der Seite. Wir haben viel mehr Möglichkeit zu spielen mit dem Kotflügel, weil das Auto ist breiter. Und deswegen wir haben nicht nur die Flächen markanter gemacht, aber auch dieses schöne Design-Element zu kommunizieren den Kunden, dass das ist ein RS-Modell. All das replizierend darf man den neuen RS3 zwar nicht als billig, aber dennoch als Sonderangebot bezeichnen. 60.000 Euro für den Sportback und 62.000 Euro für die Limousine gilt es zu berappen, um eine derart überlegene Kombination aus Fahrspaß und Praktikabilität zu erstehen. Und so darf man auch bezweifeln, dass es sich um den letzten seiner Art handeln wird. Viel wahrscheinlicher dürfte eine E-Fuel-Version sein. Als Sonja Gögele ihre berufliche Laufbahn in der IT-Branche startete, war sie als Frau eine große Ausnahme. Das war für sie aber mehr Ansporn als Entmutigung. Die jetzige Institutsleiterin der FH Joanneum Kapfenberg ist der heutige Gast meiner Kollegin Andrea Dirnbauer in unserem Magazin Close-Up. Sonja Göhle, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sie sind die Institutsleiterin an der FH Joanneum und ich darf mit Ihnen heute über Ihre Berufung sprechen und das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Eigentlich haben Sie Wirtschaftswissenschaften in Graz studiert, ja. Sind aber dann eigentlich quasi direkt in die Technik abgebogen. Wie kam es dazu? Das kam aus einer Ferialpraxissituation, die ich nach der Matura schon beginnen durfte in einem internationalen IT-Konzern in Graz. Und das hat mich relativ fasziniert, weil ich auch Vorgesetzte hatte, die mir so viel gezeigt haben. Und ich habe das dann parallel machen dürfen. Ein Studium im wirtschaftlichen Bereich, weil für jedes Projekt, das ich damals schon
mitbegleiten durfte, mitgehen durfte. Der wirtschaftliche Anteil wichtig war und es waren damals eigentlich überhaupt keine Frauen und überhaupt keine Wirtschaftler in dem Bereich, es waren Techniker. Und diese Kombination, dass ich hier das Studium und auch diese technische, IT-technische Erfahrung machen durfte, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich bin dann dabei geblieben. Es wurden aus dieser Ferialpraxis dann 21 Jahre und ich habe dort schon über Jahre hinweg Schulungen gemacht. Das muss ich schon sagen, denn das, was man den Kunden dann lernen darf, wie sie mit den Geräten, mit der Technologie umgehen, das war einfach meins. Das hat viel Spaß gemacht, das ist gut gelaufen und ja, demnach hat sich dann vieles daraus ergeben. Quasi war es dann ein logischer Schritt, an die FH zu wechseln, mit dieser 21-jährigen IT-technischen Berufserfahrung. Im Gepäck hätte es ja quasi niemand Besseren gegeben, als das hier in Kapfenberg aufzubauen, diesen Lehrgang, diesen ersten Lehrgang. Sie waren aber die erste weibliche Studiengangsleiterin. Im technischen Bereich. Ja. Ja, an der FH Joanneum, das stimmt. Wir waren ganz wenige im technischen Bereich. Die FH Joanneum hat damals ja Technikum Joanneum geheißen. Und ich habe mir das gut anschauen dürfen, ob denn das wirklich was für mich ist, der Aufbau eines Studiengangs, die Lehre mit jungen Menschen, die Lehre, das Vermitteln von Wissen mit Berufstätigen war ich ja gewohnt. Und ich hatte die Möglichkeit, 2 Jahre parallel als externe Lehrende mir das anzuschauen in Graz. Und dann kam es zur Frage, hätten Sie nicht Zeit und Lust, auch in der Obersteiermark was Neues aufzubauen? Und ich habe vorhin schon gesagt, ich bin ein sehr neugieriger Mensch und es muss immer was Neues sein und ein bisschen eine Herausforderung. Und das hat mich dann schon sehr gereizt, unabhängig davon, ob ich eine der wenigen Frauen war oder nicht. Einfach was Neues aufzubauen, das war spannend. Und dieser Aufbau ist mittlerweile, wir feiern heuer 20 Jahre, jetzt im Herbst 20 Jahre, den Studiengang, damals ein Diplomstudiengang, heute umgewandelt in Bachelor- und Masterstudiengänge. Und auch in diesen 20 Jahren hat sie wieder extrem viel getan. Nicht nur von der Technologieseite, auch von der Art und Weise, wie junge Menschen heute mit der Technologie, mit IT-Infrastruktur umgehen. Heute ist es ja keine Seltenheit mehr, Frauen an der FH zu haben, Frauen in der Technik zu haben. Trotz allem braucht es Projekte wie Frauen in der Technik, wo sie auch sehr engagiert sind, um diese stereotypischen Denkmuster aufzubrechen. Warum denken Sie, sind Frauen in der Technik noch immer unterschätzt? Sie sind nicht wirklich unterschätzt von der Wirtschaft, von den Unternehmen, sondern sie unterschätzen sich meines Erachtens selbst. Damit meine ich, dass man ja eines haben muss, nämlich in jeder Lebensphase einer Frau, und das sind halt oft sehr einprägsame Erlebnisse, Familiengründung, das Kinderkriegen, wo man seine Aufmerksamkeit nicht voll und ganz auch auf diese beruflichen Sachen legen möchte. Und ich glaube, das ist etwas, was einige Frauen nach wie vor abhält. Eine längere Auszeit, sich in technologisch sehr schnell veränderten Gegebenheiten zu nehmen, das schafft ein bisschen ein Problem, bis man wieder drinnen ist. Ich kann mich auch an eine ganz prägnante Aussage eines damaligen von mir Vorgesetzten, wie ich zu unserem ersten Kind schwanger wurde, der gesagt hat, wenn du 1 oder 2 oder 3 Jahre zu Hause bleibst, du kannst nicht einmal die Telefonanlage mehr bedienen, wenn du zurückkommst, weil auch da ändert sich so viel. Er hatte nicht ganz Unrecht und ich glaube, das ist mit ein Grund, dass dieses Thema des lebenslangen Neugierigsein und lebenslangen Lernen, das ja stark verbunden ist mit der Technik, da ändert sich einfach viel, auch ein Grund ist, warum Frauen immer ein bisschen zaghaft sind, da einzusteigen. Das Engagement für Frauen in die Technik, das hatte ich eigentlich schon immer. Das hat sich schon aus meiner ersten beruflichen Tätigkeit ergeben. Wir waren damals ein Unternehmen mit etwa 1400 Personen in Österreich und es hat nur 3 Frauen gegeben, die im technischen Außendienst waren. Und da war ich eine davon. Und ich glaube, das hat mich einfach geprägt zu sagen,
geht nicht, gibt's nicht. Und es ist immer irgendwo ein Weg gewesen, auch Hürden zu überspringen. Ob das die Hürde dann mit den Kindern waren oder vorher auch rechtliche Hürden, beispielsweise das Nachtarbeitsverbot, das es damals für Frauen in der Technik noch gegeben hat. Das ist ja alles gefallen und ein bisschen stolz darf man schon sein, weil man sagt, naja, an meinem Beispiel hat sich was geändert. Und ich versuche das auch den Bewerberinnen bei uns immer wieder zu sagen, wir werden einen Weg finden, auch wenn nicht alles klar ist. Ein bisschen Mut zur Lücke, ein bisschen Mut, um auch einen neuen Weg zu beschreiten. Und das hat sich gezeigt, dass das gut ist, dass das möglich ist. Sie haben es auch angesprochen, die schnelllebige IT-Branche. Das ist natürlich eine Herausforderung jetzt an der FH. Sie haben den vorgegebenen, geplanten Lehrplan, sollten aber trotzdem auf aktuelle Themen natürlich eingehen. Ja. Wie schafft man diesen Spagat? Das ist gar kein Spagat. Das geht sehr, sehr gut. Erstens einmal ist es so, dass wir unsere Curricula, unsere Lehrpläne sowieso alle 5 Jahre aktualisieren. Das heißt, da hat man schon die Möglichkeit, wieder Innovation hineinzubringen. Das ist ein Punkt. Das zweite ist, dass man Lehrveranstaltungen in der Planung nicht ganz eng macht. Das heißt, ich kann eine neue Technologie auch unter einem größeren Deckmantel sehr gut bei Übungen, bei Bereiche hineinbringen. Das nächste, wo man sagt, man bringt die Aktualität hinein. Wir haben die Möglichkeit, aus den Unternehmungen und die Vernetzung zwischen Bildung, Wirtschaft, Wissenschaft ist ja gerade an einer FH, einer Fachhochschule, sehr gut möglich. Wir holen uns Gastvortragende für Spezialthemen, wo wir beispielsweise selbst entweder zu wenig Wissen haben oder das ist ein Nischenbereich. Daher kann man hier Personen mit einem sehr hohen Erfahrungsgrad in einem neuen Bereich gut hereinholen. Das ist das eine. Und außerdem gibt es die Freiheit der Lehre. Die Freiheit der Lehre, die dem einzelnen Lehrenden Möglichkeit bietet, Innovation in die jeweilige Lehrveranstaltung zu bringen. Also ich glaube, da geht es uns sehr, sehr gut. Und das ist kein starrer Schullehrplan. Wir haben wirklich die Möglichkeit, Innovationen hineinzubringen in allen Bereichen. Sie haben die Lehrenden angesprochen. Die müssen sich ja auch weiterbilden. Ja. Wo passiert das? Wohin schicken Sie quasi Ihre Lehrenden zur Schulung? Ja, ich schicke überhaupt niemanden oder auf Schulung aus zwei Gründen. Die sind sich einfach interessiert. Ja. Und da gibt es 3, 4 unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine Option ist mit diesen Wirtschaftsbetrieben, die ich genannt habe, und da gibt es viele, gemeinsame Sache zu machen. Beispielsweise ein gemeinsames Thema für eine Abschlussarbeit, eine Bachelor-, eine Masterarbeit zu machen. Studierendenprojekte mit den Unternehmungen. Da lernen ja auch die Lehrenden, wie es in der Wirtschaft derzeit aktuell an Fragestellungen vorhanden ist. Die andere Möglichkeit ist natürlich, geförderte Projekte zu machen. Also das, was wir über die Wirtschaftsförderung beispielsweise einer SFG, einer FFG, aber auch von EU-Projekten, da tauschen sich die Lehrenden mit anderen, von anderen Ländern, das ist meist ja international aufgesetzt, mit anderen Universitäten, anderen internationalen Firmen gut aus und lernen dabei sehr viel. Zusätzlich als vierten Punkt fahren unsere Lehrenden auch auf Schulungen. Wirkliche Schulungen, die Produktschulungen, die Technologieschulungen sind im In- und im Ausland. Plus, sie fahren auf Kongresse, präsentieren, was haben wir gemacht, Ergebnisse aus unserer Forschung und tauschen sich dort wieder auf. Also ich glaube, der Kreislauf funktioniert sehr, sehr gut und ich glaube, das ist für uns alle ganz, ganz wichtig, diese Mischung regional, national, international, Lehre, Wirtschaft, Industrie, das passt sehr, sehr gut zusammen. Am Puls der Zeit bleiben, das ist jetzt meine letzte Frage, aber es ist so brandaktuell, dieses Thema. Und ich glaube, es betrifft alle, die uns jetzt zusehen, denn jeder, der ein Smartphone betrifft, macht sich Gedanken über seine Sicherheit. Ja. Jetzt ist es aber so, dass Systemsicherheit, Datensicherheit das A und O der modernen Wirtschaft, aber auch des Staates sind. Und gerade in letzter Zeit hat man gesehen, wie verletzlich das diese Systeme eigentlich sind. Und kann man sich da eigentlich wirklich
gut schützen. Weil als Laie, sage ich jetzt einmal, hat man immer so das Gefühl, der Hacker ist den Experten immer einen Schritt voraus. Mhm. Das ist korrekt, der Hacker ist den Experten einen Schritt voraus, aber wenn Sie unser Curriculum im Masterstudiengang IT und Mobile Security anschauen, haben wir sogar Lehrveranstaltungen, die tragen genau diesen Namen. Was für uns ganz wichtig ist, oder wir haben ein Ziel, wir versuchen so viel wie möglich am Thema IT-Sicherheit über alle Bereiche, nämlich über Bachelor, Vollzeit, berufsbegleitend, dual, bis hinein in die Master, aber natürlich auch in die Vernetzung. Wir haben ein eigenes Security-Netzwerk für die Obersteiermark aufgebaut. Hier sind bereits 50 Firmenmitglieder, die sich hier weiterbilden. Man kann nicht sagen, das ist Aufgabe einer Bildungsinstitution, Aufgabe des Staates, Aufgabe eines Unternehmens. Hier können wir nur im Verbund arbeiten. Wir beginnen in den Schulen, machen auch in Schulen für Kinder, Eltern Sicherheitsschulungen im Internetbereich, im Smartphone-Bereich, machen das auch für Unternehmungen und versuchen hier, denke ich, in einem sehr abgeschirmten Bereich, wir haben ein eigenes Security-Netzwerklabor, wo man das auch testen kann. Und gerade jetzt, weil Sie gesagt haben, es ist so aktuell am Puls der Zeit, wir haben Steiermark und Kärnten das Glück gehabt, einen Digital Innovation Hub zu bekommen, als Förderung, als großes Projekt, wo alle Klein- und Kleinstunternehmungen die Möglichkeit haben, sich einfach mit uns in Verbindung zu setzen, aus Steiermark, aus Kärnten, kostenlos Informationsveranstaltungen, Schulungsveranstaltungen in den nächsten 3 Jahren zu konsumieren, Fragen zu stellen, aber auch in diesem Labor alles auszutesten. Wenn Sie sich jetzt nicht mit IT beschäftigen, was machen Sie dann? Wo schöpfen Sie Energie? Weil Sie sind ja ein Energiebündel, das kann ja nicht nur alles aus dem Beruf kommen. Nein, es kommt nicht alles aus dem Beruf, es muss auch hier eine gute Mischung geben. Spannung und Entspannung ist etwas, was miteinander gut korrelieren muss. Einerseits meine Familie, die ist natürlich ein bisschen schon geschrumpft ist, die Kinder sind erwachsen und außer Haus. Aber das war immer so ein Ort, wo man völlig abschalten konnte. Auch heute noch freuen uns immer, wenn unsere Kinder zurückkommen. Das ist ein Punkt. Natürlich mit viel Bewegung. Ich bin ein sehr motorischer Mensch und betreibe gern Sport. Tennis, Walken, Skifahren, Schwimmen, alles was dazugehört. Wir leben aber auch recht gerne gut, essen sehr gerne. Also ich koche auch sehr gerne. Ja, sehr viel wandern, ein bisschen reisen, den Geist ein bisschen aufmachen, den Horizont erweitern. Ich glaube, mein Mann ist mir eine gute Stütze über die vielen Jahre gewesen. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit, die ein Partner auch erst mitmachen muss in einer Zeit, wo man sehr viele Wochenenden in der Technik auch verbringt, bei Firmen verbringt. Das ist meist so mein Kraftpotenzial, Bewegung, Familie, Soziales. Also da tut sich auch viel. Da tut sich auch viel, muss man auch flexibel sein. Ja, ja. Ja, dann sage ich herzlichen Dank für dieses wirklich interessante Gespräch, dass Sie uns auch einen kleinen Blick in Ihr privates Reich machen haben lassen und wünschen alles Gute. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Das war's auch schon wieder mit unserem Infotainment für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt's am 12. August. Aktuelle News und Infos finden Sie wie immer auf unserer Website highway-tv.at, auf Facebook und auch auf Instagram. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederschauen.